Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil des Spalterbauvideos. Ja, ihr habt ja gesehen, dass mein Träger quasi, oder andersrum, ihr habt ja gesehen, dass der Träger hier liegt jetzt. Und heute geht es darum, den zu halbieren und zusammenzuschweißen und zu bearbeiten. Mal so langsam sehen, wie der Stempel darauf soll und allen drum und dran, ne? Genau, das machen wir heute. Mein Kumpel ist da und hilft mir. Auf jeden Fall fangen wir jetzt erstmal an, den Träger zu zerschneiden und dann gucken wir mal, wie das Ding wieder zusammenpasst. Der Träger liegt jetzt an Ort und Stelle, dann müssen wir einmal die Mitte ermitteln und dann können wir loslegen mit dem Schneiden. Das war ja ein Kinderspiel. Absolute Ausnahme ohne Schutz, aber sonst ein Brenner. Aber da ein Brenner natürlich nicht verfügbar ist, genau, Muss das auch mal so gehen. Komm her. Thank you.
rein. Lass ihn ein bisschen hoch, ne? So sieht das jetzt aus, das Ganze. Liegt schön nebeneinander. Das hier muss auf jeden Fall fett geschweißt werden noch. Ja, vorher. Am besten ist, wenn wir den noch mal einmal umdrehen und von der anderen Seite auch schweißen. Ja. Vorher, ne? Aber wenn hier nachher oder da nachher der Stempel hinkommt, dann. Haben wir da eine Schwachstelle. Leidet das. Dann haben wir da eine Schwachstelle. Und das wollen wir ja nicht. Also müssen wir jetzt nochmal die Teile umklappen. Aber wir haben schon mal jetzt auch festgestellt, auf jeden Fall ist der schon mal gerade. Hätte sein können, dass der auch leicht gebogen ist. 40 cm? 40,5. Das ist noch besser. 40,5. Ja, ein bisschen. Ist natürlich rund hier an den Ecken. Ne? Also ja, ja. Aber wir machen das schon mal als Holzauflage später. Nochmal kurz zur Erklärung. Also hier soll später der Stempel quasi meinetwegen nach da hindrücken. Und dann soll hier der Schlitten drauf fahren mit dem ja, quasi der Schlitten, der vom Stempel angetrieben wird. Und hier sollen dann die Klingen stehen. Und das Holz wird einfach hier rauf gedrückt. Deswegen muss das hier alles verschweißt werden auf beiden Seiten, vernünftig stabil, dass das hier eine Fläche gibt, eine Ebene. Und ich glaube, das Ding geht nirgends drin. Jetzt haben wir die Träger so hier liegen und kann ich morgen hier ein bisschen schleifen und hier einen kleinen Grat dran schleifen für die Kehlnaht. Und genau, das machen wir aber morgen. Wie gesagt, Licht geht aus. Wir können jetzt noch in den Trecker reinfahren. Und dann soll es das vorher gewesen sein. Und morgen geht's weiter. Wir fangen jetzt an zu schleifen und versuchen da jetzt so ein Grat quasi hier ran zu schleifen und das Ganze ein bisschen blank zu machen, damit wir das vernünftig schweißen können mit einer Kehlnaht oder sowas. Da müssen wir dann jetzt einmal sehen, wie wir das am besten machen, ob wir da jetzt eine Schrubbscheibe nehmen oder eine Fächerscheibe. Mein Kumpel ist jetzt gerade schon ein bisschen angefangen, hat das hier ein bisschen sauber gemacht, weil da ja auch noch geschweißt werden muss. Das war ja dieser Schlitz, der schon von vornherein drin war. Genau, wir fangen jetzt auf jeden Fall ein bisschen an und schleifen und flexen und tun und machen und dann sehen wir uns gleich wieder.
habe leider vergessen, auf die Aufnahme zu drücken. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Träger maßhaltig nebeneinander stehen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und genau, den haben wir jetzt schön mit Schraubzwingen in Richtung. Sitzt schön gerade. Mein Kumpel demonstriert das nochmal. Alles schön. Da kippelt nichts. Richtig gut. Tipptopp. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt einmal, oder wir schweißen jetzt einmal ein paar Punkte, sag ich mal, also sprich so ein Zentimeter Nähte, damit der nicht mehr verrutscht. Und dann können wir ihn umdrehen, versuchen zumindest, und dann nochmal da schweißen. Und dann können wir ihn ganz verschweißen, so zumindest der Plan. So, so sieht jetzt mein erster Schweißversuch aus. Ich glaube, da kann man nicht meckern. Hier so ist nochmal einer. Aber wie gesagt, man muss sich jetzt mal so ein bisschen einfinden damit. Und wie gesagt, das Schweißgerät kann nur auf Vollgas schweißen. Mehr geht halt nicht und Vollgas mehr brauchen wir auch gar nicht für den Träger. Von daher müsste eigentlich reichen. Hoffen wir mal, dass es alles so funktioniert, dass das Schweißgerät auch durchhält. Und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt 4 mm Elektroden. Windgeräusche entschuldige ich, weil ich jetzt nur mit dem Camcorder am Film bin, aus der Einfachheit her. Genau, wir braten jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ja, unser Schweißgerät ist irgendwie zum Raucher geworden. Ich glaube, das auf Vollgas schweißen hat er nicht so gut vertragen. ja, was damit ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt, glaube ich, um ein anderes Schweißgerät bemühen, weil das gerade abgeraucht ist. Es funktioniert zwar noch, es schweißt richtig geil. Ich kann dir mal die Nähte zeigen. Das sieht richtig gut aus. Aber, wie gesagt, leider braucht das fängt es immer an zu rauchen. Dann nehmen wir jetzt mal unser Schutzgasschweißgerät und gucken mal, ob das überhaupt die Kraft hat, um das zu schweißen. Ja, weil es muss da richtig schön tief reingehen. Versucht macht klug. Das Schutzgasschweißgerät ist jetzt am Start. Mehr Schweißgeräte haben wir auch nicht. 3 Stück an der Zahl. Mal gucken, ob es das reicht. Das ist jetzt das Schutzgasschweißgerät von mir, das Güde. Das kann ich auch mal gerne in der Beschreibung verlinken. Das macht richtig gute Arbeit, man muss sich echt wundern. Ich kann gleich mal das Typenschild filmen, wenn der Kollege aufgehört hat zu schweißen. Jetzt zum Beispiel. Und zwar ist das das MIG 192 6K und das hat, wo steht's? Keine Ahnung. Wie viel Ampere? 192, nee, 160 Ampere. Da. 160 Ampere. Und das macht einen guten Job eigentlich. Ich kann mal die. So sieht das aus, was das Schweißgerät hier macht. Da kann man eigentlich nicht meckern. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir drehen ihn jetzt einmal um, weil ja, wir haben es jetzt so, das muss ich nochmal nachschweißen, ist klar, das ist noch nicht perfekt, aber hier war ja der Riss drin und so kann man es, denke ich mal, erstmal lassen. Nun drehen wir ihn erstmal um und dann können wir von der anderen Seite verschweißen, das mache ich dann wahrscheinlich morgen. Thank you.
sein Boot. Neuer Tag. Jetzt muss ich noch einmal obendrauf ein bisschen flexen, das wieder sauber machen, weil der Träger stand ja gestern die ganze Nacht draußen. Und jetzt hat er natürlich ein bisschen Rost angesetzt, weil es ein bisschen geregnet hat, alles klar. Also einmal sauber machen und dann verschweiße ich nochmal obendrauf die Naht. Und dann soll es das für dieses Video auch gewesen sein. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Also so in der Art. Ne? Ich finde, das kann man machen. Und man kann aber auch deutlich merken, wo er Luft gezogen hat. Zum Beispiel hier. Da war ein Windstoß und dann hast du den Salat. Danach sieht das dann wieder so aus. Also das ist schon mit dem Wind und Schutzgas so eine Sache. Das Video ist auf jeden Fall schon wieder viel zu lang geworden. Ich schleife das Ding jetzt alleine weiter. Im nächsten Teil geht es dann weiter mit dem Stempel draufsetzen, den festschweißen und. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss!